Hallo zusammen und willkommen zurück zu diesem verregneten Tag hier in Corborn Nations of the Ultercore mit Azura, nicht mit ihrem Popo, sondern mit Holly und mir. Wir stehen jetzt hier gerade an diesem Leuchtturm rum in Ambros, hier oben, denn ich habe heute vor, dass wir heute ganz friedlich einfach Holz holen, ein bisschen Knorrholz und Dunkelholz. Ganz friedlich, sagte also so. Und in den letzten beiden Folgen hättest du mich zweimal fast in den Tod geschickt, als du mich da hast runterspringen lassen. Ja, tut mir ja auch leid. Aber es war ja Wasser drunter. Ich glaube, das war mehr Glück als Verstand. Was meinst du, Holly? Ja, sag's ihm nur. Ja, okay. Na, das werden wir diese Folge nicht machen. Genau, wir gehen einfach ein bisschen in die trockenen Gebiete und dann in den Norden, wo es die Dunkelholzbretter gibt. Und sammeln. Die Einstellungen sind ziemlich weit runtergestellt. Ein bisschen erhöht sind sie nur, aber ganz leicht. Genau, heute machen wir mal eine ganz normale, gemütliche Sammelfolge. Mit ein bisschen quatschen, Spaß haben. Genau. Also wir brauchen nicht unbedingt Holz, aber ich habe einfach jetzt Lust. Also Dunkelholz haben wir jetzt nicht so übermäßig viel drüben. Und Knorrholz auch nicht. Obwohl Knorrholz noch ein bisschen mehr. So, wo kommen wir denn jetzt hier rauf? Wo fährt er mich denn schon wieder hin? Ja, das, wenn ich wüsste. Du kennst mich doch, Azura. Ich mache immer Quatsch. Ja, in der Tat. So, mal sehen. Na, hier kommt man halt wieder nicht rauf. Was haben sich denn die Götter, die Erschaffer dieser Welt dabei gedacht, das hier alles so felsig zu bauen? Moment, kommst du da rüber? Ja, super, klasse. Ja, wegen einem Baum hierher. Naja, ich weiß ja auch nicht, ob das so richtig war mit mir. Ja, ich auch nicht. Dann könnten wir uns vielleicht auch noch ein paar Kleberblumen mitnehmen, falls wir welche sehen. Aber Moment mal, wo sind wir jetzt genau? Wir sind hier. Wartet mal. Hier werden wir durch den Fluss nicht durchkommen, oder? Ah, probieren wir es mal. Ja, das sind ja wieder mal Strecken. Bist du sicher, was du tust? War das eine Fangfrage? Verstehe, du brauchst gar nicht weiter zu reden. Ich weiß nie, was ich tue. Ja, momentan nicht. Ach, jetzt sind wir ja gleich beim See vom Braumeister. Ach ja, da könnten wir uns doch mal was Leckeres gönnen. Aber der möchte Kleeblätter haben für die Rezepte. Ach so, verstehe. Ach. Na, dann tun wir halt einfach so, als ob wir was Leckeres trinken würden. Und hier ist auch Knorrholz, falls du das suchst. Ja, wir können uns halt leider hier nichts holen, gell? Handel. Ja, wir brauchen Münzen, aber Münzen kriegen wir halt nur für die Kleeblätter. Guten Tag. Na, Lieblingslieferant, das ist nett. Ich habe leider keine Kleeblätter dabei. Naja. Okay. Kann man sich hier bedienen? Hier ist eine Flasche. Ja, das mundet. Okay, gut. Lass uns mal. Ach so, wir wollten doch hier Holz holen. Na gut, machen wir das mal. Beziehungsweise ich hole das Holz, wenn du da faul auf deinem Schreibtischstuhl sitzt. Ja. Aber ich begleite dich und unterstütze dich zumindest mal. Zumindest mal seelisch. Naja, soll mir das jetzt irgendwie. Ach, nee. Ich sag dazu nichts. Ach, liebe Zuschauer, ihr merkt ja selber, was für ein Typ der ist. Schickt mich fast in den Tod. Hey, du bist nur zweimal wirklich umgefallen. Und das waren beides Temperaturgeschichten, die ich noch nicht wusste. Und du hättest mir dann auch sagen können, dass es in den Liquid Meadows so heiß ist. Ja, aber woher soll ich denn das wissen? Ich bin doch in Ambros aufgewachsen. Ich war doch vor unseren Abenteuern noch nie in den Liquid Meadows. Also zumindest nicht in einem Alter. Moment. Wer ist das hier? Nisoid has lost his marbles. He thinks I'm Wer hat den responsible Verstand for the decay of verloren? this town. Nisoid. Okay. Ach, so ist es. Ja, als Kind
Ich weiß nicht, seit ich mich erinnern kann, war ich schon in Armbrust. Anscheinend wurde ich irgendwann mal, keine Ahnung, was mit meinen Eltern ist, ich weiß es ja nicht. Ich habe meine Eltern nur noch ganz vage in Erinnerung und ich glaube, dass ich irgendwann nach Armbrust gebracht wurde, als ich noch ganz klein war. Oh, ist bedauerlich. Ja. Vielleicht finde ich sie ja eines Tages wieder. In der Zwischenzeit muss ich halt mit... Nein, das sage ich jetzt nicht. In der Zwischenzeit habe ich ja Holly und dich. Als meine Ersatzfamilie quasi. Ja, das stimmt. Und wenn ich dich nicht immer wieder so halbscharig in den Tod schicken würde, dann sind wir eigentlich ein gutes Team. Oder? Gibst du? Ja, 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 eigentlich ja schon. Okay, wie viel haben wir denn Knorrholz? Ja, ein bisschen was können wir noch holen und dann werden wir Dunkelholz. Nee, weißt du was? Knorrholz reicht. Wir nehmen dafür mehr Dunkelholz mit. Ja. Wäre ich auch dafür. Und dann müssen wir halt wieder weit weg von hier. An diesen komischen Kleppern hier vorbei. Moment. Lasst das mal bitte, ihr komischen Viecher. Warte mal, wo hätten wir denn eigentlich noch Dunkelholz? Na, eigentlich das naheste ist hier. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass ich Azura manchmal spreche. Oder jetzt öfters sprechen möchte. Aber ich denke mal, viele von euch sind ja auch Rollenspieler, die hier zuschauen. Und so ein bisschen Singleplayer-Rollenspiel hat ja auch noch niemanden geschadet, oder? Ja, sehe ich ja auch so. Was auch immer du damit meinst. Rollenspiel, als ob das hier ein Spiel wäre. Das ist blutiger Ernst, mein Freund. Ach so, wir sind im Piper's Whistle. Da müssen wir aber außen rum. Moment, hier. Kommen wir von hier auch lang? Ach, hier können wir runter. Moment, Glühwürmchen. Sollen wir noch ein paar Glühwürmchen mitnehmen? Ja, tun wir das. Dämmerungsglühwürmchen, okay. Weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. Ach, ja, hätte man auch mit Holly sammeln können, aber nee, egal. So, hier geht's rauf. Also wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen hier runter. Schon wieder verlaufen. Du bist ganz schön schnippisch, Azura. Ich hab nur so ein paar Bemerkungen loswerden müssen. Ja, stimmt schon. Ich verlaufe mich schon gerne, ja. Gut, aber wenigstens haben wir den Wald schon vor uns. Den Friedhof. Und da von dort aus ist es nicht mehr weit. Ah. Auch ein blindes Huhn trinkt mal ein Korn oder findet oder wie hieß das nochmal bei euch Menschen? Ja, so ungefähr. Okay, ich bin schon still. Ja, du könntest ja schon mit mir reden, aber... Ja, sei doch mal ein bisschen lieb, bitte. Ich bin doch auch meistens lieb. Naja. Okay, schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie was finden. Warte mal, Kohle brauchten wir, glaube ich, nicht. Oder sollen wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen? Wenn wir schon hier sind. Ich mache einfach mal. Ich glaube, Quarzsand können wir auch gebrauchen. Also ist Kohle gar keine so schlechte Idee. Aber es geht halt wieder vom Platz an. Ja, schön, danke, Blaschbell. Was? Wer spricht hier? Irgendein Geruch? Lieblingssnack? Ich habe auch eine Stimme gehört, aber ich weiß auch nicht, woher die kommt. Aha, so ein Nachtblödmann. Moment. Wartet mal, kommt er da? Seltsam. Immer wieder gibt es Stimmen hier in Armbrust, die scheinbar keinen Ursprung zu haben scheinen. Wie viel Platz haben wir denn eigentlich noch? Rimnir, schaust du mal kurz. Ja. Genau, ein paar Banditen hatte ich noch geklatscht. Die waren auf dem Weg zum Leuchtturm.
Und einer war schon wieder unsterblich. Ja, und dann hast du mich schon wieder irgendwo runtergeschickt. Ja, genau wie der hier. Er ist auch schon wieder unsterblich. Nee, lass das mal. Moment, da war doch irgendwo noch... Ich glaube, na, aber nimm die dunklen Essenzen mit. Wartet mal, da war doch auch noch irgendwas, was wir mitnehmen wollten. Diese... War da nicht eben noch rote Glühwürmchen hier? Okay. Ja, lass uns doch nochmal hier an dem Skelett lang reiten. Bevor wir uns Bäume schnappen. Irgendwie habe ich da so ein Gefühl, dass dann noch irgendetwas Schönes sein könnte. Warte mal, das werden wir jetzt hier mit Holly farmen. Okay. Warte mal, was hast du jetzt noch gemacht? Hast den Baum auch umgehauen, okay. Moment, hier war doch auch immer Kohle, oder? Ja, Kohle und Eisen normalerweise. Ja, komm. Warte mal, Kohle. Nee, wir haben genug Kohle. Das reicht, das reicht. Brauchen wir nicht mehr. Okay. Nee, weißt du was? Diesen Stapel möchte ich hier noch haben. Allein schon wegen dem Quarzsand. Okay, gut. Aber jetzt sollten wir wirklich Bäume holen. Ja, machen wir das. Hier sind ja genügend. Okay, Holly, warte mal. Wo gibt's hier was zum Grasen für dich? Ja, hier an diesem Busch vielleicht. Oder an dem, ja. Und warte auf mich, gutes Mädchen. So. Rimnir kennst du nicht, oder? Wen? Dich? Natürlich kenne ich dich. Nein, ich meinte deinen Vorgänger hier in Korborn. Nein, du hast mir mal was von ihm erzählt. Wieso? Ah, er war ja Holzfäller. Ach, ist das so? Ja, und er war ein sehr guter Holzfäller. Der war immer sehr fleißig. Aha, und ich nicht? Natürlich. Aber du machst ja alles, sag ich mal. Und Rimnir hat halt viel Holz gefällt und also Bäume gefällt, Holz geholt und auch viel gesammelt. Ja, aber wir mussten mich doch erstmal ausstatten. Vergiss das nicht, mein Lieber. Und jetzt können wir dann auch sammeln, sodass ich vielleicht auch eines Tages so gut sein werde wie dieser Rimnir. Moment. Okay, wir brauchen mal weniger Harz. Ich würde sagen, ein Stapel Harz können wir mitnehmen. Das heißt, es sind ja eh zwei. Dann ziehen wir uns das Holz hier noch raus. Und nehmen das alles an Dunkelholz mit. Oder was sagst du dazu? Ja. Harz haben wir tatsächlich noch. Aber dann liegt halt hier leider dieses Harzzeug herum. Wenn wir es nicht mitnehmen können. Das ist so ein bisschen irritierend. Nun ja. Was will man machen? Okay, also Hellholz brauchen wir nicht. Da haben wir drüben die Mangroven. Okay. Oh, ganz schön kalt hier. Das ist eigentlich von den Temperaturanzeigen angenehm. Ja, aber ich bin doch Hitze gewöhnt. Das weißt du doch mittlerweile. Ja, aber auch nicht von Anfang an. Erst jetzt mit deiner tollen Rüstung. Ja, stimmt auch wieder. Ja, die Jahre in Armbrust haben mich wohl abgehärtet. Und weich gemacht gegenüber Hitze. So. Ich glaube, viel brauchen wir nicht mehr. Okay, das war's. Moment mal, wo haben wir denn Holly geparkt? Ach, hier steht sie ja, die Gute. Oh, ein Europaler. Hallo, grüß dich. Hab dich schon lange nicht mehr gesehen und begrüßt. Ja, streck mir die Zunge raus. Was für ein frecher Kerl. Nun ja, gut. Lass uns zurückgehen. Ja, dann machen wir das, Chefin. Schauen wir mal, ob wir da einen guten Weg zurückfinden. Da ist ein Gris. Von dir haben wir ja jetzt einen Herd. Warte mal. Außenrum, würde ich sagen. Um Piper's Whistle rum.
Hardwood. Brauchen wir Hardwood noch? Ich weiß das gar nicht. Wäre aber gar nicht mal so verkehrt. Was können wir denn rausschmeißen? Ich würde sagen, einmal Dunkelholz. Okay. Andere Harze gibt's keine mehr, oder? Feines Harz, perfektes Harz und so. Und überragendes. Ist mir nicht mehr aufgefallen. Oh, unsere alte Basis. Holly, bist du ein bisschen übermütig heute? Die Ziegen haben dir nichts getan. Na, wenigstens Wasser vom Himmel. Wenn wir schon nicht genügend Wasser um uns herum haben. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Bin auch eigentlich schon mittlerweile in echt ein Regenfreund, wenn es nicht wirklich wochenlang durchschifft. Das ist halt eine schöne Abkühlung bei der Hitze, die momentan immer wieder mal herrscht. Obwohl, dieses Jahr geht es ja eigentlich noch. Es war schon mal heißer. So. Nun, wie habe ich mich geschlagen mit dem Holzhaken? Ja, super. Perfekt. Das Inventar ist halt immer so schnell voll. Aber hast du gut gemacht. Nun, vielen Dank. Ich gebe auch mein Bestes. Also dieser Typ ist auch ein bisschen sonderbar. Der braucht wohl mal echte Freunde. Aber ich weiß nicht, ob ich das sein möchte. Ein Mann, der mit Puppen spricht. Auch wenn es Schlagpuppen sind. Wartet mal, die müssen wir mal begrüßen. Als einzige Kind der Quelle, das ich noch kenne. Hallo, Loblasia. Wie geht es euch? Aha, ja, ja. Ja, wir sind wieder auf dem Rückweg. In die Meadows. Und wie geht's dir so? Ach, jetzt die Stellung. Ja, ist gut. Na, dann wünsche ich noch einen schönen guten Tag. Ich bin ja immer noch sehr dankbar, dass sie zu uns, zu unserer Holly geführt hat. Ohne die hätten wir die Meadows nie erreichen können. Ja. Ohne Loblasia und ohne Holly. So, auch der altbekannte Weg. Ja, den kann ich mir merken, zum Glück. Sehr schön. Ach, wir wollten noch Kleberblumen noch mitnehmen, aber wir haben keinen Platz mehr. Obwohl Kleber und Öl, nee. Ich glaube, können wir uns herstellen, wenn wir brauchen. Na, aber jetzt das haben wir echt keinen Platz mehr. Ich wüsste nicht, was wir noch rausschmeißen sollen. Selbst die Bienen hätte ich gerne mal mitgenommen. Da haben wir ja am Anfang recht viele rausgeschmissen. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir die noch mal. Na gut. Ach, ich sehe meine Heimat schon. Aber ist da nicht eigentlich eher Ambros deine Heimat gewesen? Nun ja, meine Wohnheimat, meine Herzensheimat sind halt doch eher die Meadows. Gerade die Strände. Aber wo ist denn dein Volk hin? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe noch kein einziges Kind der Quelle außer Loblasia gesehen. Und gerade hier. Ich weiß es nicht. Es sind lauter Besucher von woanders her in der Stadt und haben sich da was Provisorisches zusammengezimmert. Aber mein Volk, ich weiß auch nicht, wo das abgeblieben ist. Nun ja, dann wieder Kisten aufräumen. Ja, machen wir dann. Und dann ist Feierabend für heute, für uns beide. Ja, das war schon anstrengend heute. Ach, die flüssigen Ebenen. Sind sie nicht einfach schön? Ja, das sind sie. Gerade die Strände gefallen mir verdammt gut. Aber auch die Haine sind sehr schön.
Ja, es ist so anders wie Ambros. Und das gefällt mir gerade besonders gut. So, da ist schon das Stadttor und ich sehe schon die Dächer. Ach, nach Hause kommen. Wunderbar. Und was ist denn das? Warum steuerst du mich so ruckartig? Das bin nicht ich. Das ist das System dahinter. Ach so, verstehe. Ja, mehr oder weniger. System. Na, wird schon seine Richtigkeit haben. Ach ja. Nein, das ist ein guter Ort. Da hast du einen guten Ort für eine Basis ausgesucht. Mir gefällt es hier sehr gut. So, dann werden wir jetzt noch Holly parken. Die ist bestimmt auch schon ganz erschöpft. So, Holly, genau, trink was. Und ruh dich aus. Dankeschön fürs Tragen. Okay, dann lass es mal ausräumen. Mitgemacht. So, Moment, wo haben wir denn noch Platz? Hier haben wir noch Platz. Und dann nebenan. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir noch Platz für... haben wir hier gar kein Hardwood? Ist ja krass. Wir haben hier Alienwood. Wir haben hier gar kein Hardwood, Leute. Ist ja krass. Na, Kohle haben wir noch. Moment, dann schmeißen wir das Zeug. Na, ist auch schon voll. Schmeißen wir die Kohle hier noch rein. Dann haben wir noch Insekten und dunkle Dinger da. So, Gerbmittel. Wo hatten wir das denn mal reingeschmissen? Gerbmittel hier. War auch kein Platz mehr. Moment, dann packen wir das da mit dazu. Und dann noch ein paar Pilze. Okay. Haben wir da eigentlich noch Blaspelz? Hier haben wir auch noch 50. Das ist gut. Hier sind auch noch mal welche. Genau, hier haben wir Platz. Genau. Wie ist denn das mit den nächst besseren Heiltränken? Können wir uns die herstellen? Das ist der Überlegene. Verbessert da. Das wäre doch... der braucht Kelptee. Wäre der nicht fast besser? Warte mal, was kostet der Kelptee? Finde ich den jetzt noch mal. Schaut den Kelptee aus. Kelpflachs, gefiltertes Wasser. Ja, okay. Schon auch nicht ohne. Finden wir aber auch an den Stränden. Kann es sein, dass die Quallen den haben? Flachs finden wir hier auch. Kelp natürlich auch. Wie viel könnten wir uns denn von dem herstellen? Einen. Ja, weil wir keinen Kelptee haben. Kelptee könnten wir uns 40 herstellen. Gefiltertes Wasser. Jetzt schauen wir mal, haben wir da eine Qualle? Irgendwie zufällig. Ach, tut das gut, ein bisschen schwimmen. Na, wo sind denn diese Quallen? Ah, es wird bald dunkel, dann sieht man sie besser. Ich möchte mal schauen. Ich glaube, dass die das gefilterte Wasser haben, oder? Weil da hieß es Strände. Und mir wird sonst nichts einfallen, was das Wasser, was gefiltertes Wasser fertig hat. Weil die Sachen ja nicht, oder? Ach, ihr habt gefiltertes Wasser. Ah, verstehe. Okay, da brauchen wir keine Quallen. Dann können wir davon noch was sammeln, Leute. Dann könnten wir uns ein paar von den guten Heiltränken machen. Aber wisst ihr was? Das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir in der nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao und Servus, Leute.